Hallo, hier ist wieder euer Shoninja. Ja, Weihnachten war sehr ergiebig, wie ihr seht. Ich habe schon wieder ein neues Let's Play für euch, also habe ich jetzt dann schon 3 oder 4 offene Projekte. Aber das ist nicht weiter wild, denn den einen oder anderen wird das ja sogar freuen, da ihr andere Sachen nicht guckt, kein Fan von Skyrim ist oder was nicht alles. Und ja, ich werde jetzt bestimmt erstmal in den Einstellungen was umstellen dürfen, weil das bestimmt noch viel zu laut ist. Aber mal sehen. Ich hatte das Spiel schon mal gestartet gehabt, aber die Tatsache, dass es sofort losgeht mit einem Trailer, hätte ich beinahe gesagt, mit einem Ingame-Video. Abgrundschmiede, habe ich doch schon. Ja, habe ich deswegen die Aufnahme dann doch abgebrochen und jetzt mal direkt von Anfang an mit euch durchgehen. So, Gamma ist okay so. Annehmen. So, da stresst schon wieder wer bei WhatsApp. Das drücke ich kurz weg. Ich will euch doch verstehen und ihr sollt auch nicht ständig irgendein Gepiepe hören. Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich habe den ersten Teil damit. Es gibt kein Leben ohne Ordnung. Gut, Böse, Finsternis, Licht. Es muss Gleichgewicht im Universum herrschen. So lautet der Erlass des Feurigen Rates, einer uralten Institution vom Schöpfer beauftragt, das Gewebe der Existenz selbst zu bewahren. Doch das Gewebe wurde gebrochen. Selbst jetzt schwelt die Erde im Ruin. Den Dämonenfürsten anheimgefallen und der Zerstörer formt unter seinen Auserwählten ein neues Reich. Man sagt, der Reiter Krieg habe die Apokalypse ausgelöst. Das stimmt aber nicht. Er sei zur Erde geritten und habe die Menschheit verdammt. Doch was ist mit den anderen Reitern, furchtlosen Durchsetzern des Willens des Rates? Was ist mit Wut, Streit und Tod? Um diese Namen zu kennen, bedarf es erst eines anderen, die Nephilim, ein verfluchtes Bündnis aus Engeln und Dämonen. Die Nephilim haben zahllose Reiche dem Schwert ausgesetzt und zu Asche verbrannt. Doch 4 von ihnen wurden des Schlachtens müde und fürchteten, dass ihre Eroberung das Gleichgewicht gefährdet. Und es wurde ein Pakt geschlossen. Die 4 würden dem Rat dienen und dafür unvorstellbare Macht erhalten. So entstanden die gefürchteten Reiter. Und ihre erste Aufgabe war, ihre eigenen Brüder aus der Schöpfung zu tilgen. Die Nephilim auszulöschen, ihre Seelen zu vernichten. Richten wir nun unseren Blick auf den einen unter den 4. Nicht Krieg, der zu Füßen des Rates angekettet seine Unschuld beteuert, sondern jener, der mehr als alles andere seinen Bruder retten will. Er hat viele Namen. Brudermörder, Henker. Wir nennen ihn Tod. Um Kriegsfreiheit auszuhandeln, schwor Tod, die Menschheit zu retten. Er wusste nicht wie. Und so ritt Tod los in eisige Nebel, um den Hüter der Geheimnisse zu finden. Schönes Pferd. Ui, der Rabe gehört zu mir. Finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten. Finde den Hüter der Geheimnisse. Leute, immer dann, wenn Verzweiflung zur Verfügung steht. Verzweiflung heißt unser Pferd, okay? Rufen oder wegschicken. So, mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich freue mich schon riesig auf dieses Spiel. Ich habe den ersten Teil schon ziemlich
intensiv gespielt damals. Ich habe auch so ziemlich alle Erfolge, glaube ich. RB, um Verzweiflung zu galoppieren. Das Galoppieren verbraucht Ausdauer. Okay. Sehe ich irgendwo, wie viel er hat? Ach, oben rechts bestimmt. Ja, da geht immer ein Punkt weg. Und lädt sich alleine wieder auf. Also quasi wie bei Zelda mit dem Pferd Epona reiten. Wie habe ich? 6? Scheinbar ja. So, Arm, um die Wand hochzuklettern. Ui, da klettert er auch wirklich. X zum Angreifen. Drücken Sie RB, um eingehende Angriffe auszuweichen. Kann man hier Schuhe? Ist ja lustig, dass sie hier so Sachen fallen lassen. Das weiß ich gar nicht mehr, wie das im ersten war. So, die sind besser, nehme ich mal an. Das ist eine 4. Beziehungsweise es ist grün, das ist immer positiv und der Pfeil geht nach oben. Ausrüsten ist halten. Na dann. Die sind scheinbar schlechter, aber die nehme ich trotzdem mit. Was haben wir hier? Langsam. Aber mehr Schaden. Ich nehme es trotzdem mal mit. Hier haben wir eine Zweitwaffe gefunden. Drücken Sie jetzt, um sie zu verwenden. Select. So, was haben wir denn hier? So, meine Sense macht 23 bis 27 Schaden. Ist aber normal schnell. Und die macht definitiv mehr Schaden, aber ist langsam. Okay, dann mal gucken, was haben wir hier noch so Schönes. Unsere Fähigkeiten. Der Vogel, Asche und Verzweiflung des Pferd. So, was haben wir hier? Reaper-Anzeige, das sagt mir irgendwie gar nichts. Über das Schlachtfeld teleportieren, mhm. Kann ich jetzt schon eins aussuchen? Ne, ich habe keine Fähigkeitspunkte. Gut, dann kann ich auch erstmal warten. Das ist die Karte, nehme ich an. Aufgabenanzeige umschalten. Ah, ja, das sieht schöner aus. Okay, und... Fragezeichen ist, denke ich mal... Achso, das sind Statistiken. Wirf gestorben, Blut vergossen. Eisskelett. Und hier haben wir Move-Listen. Ah, das ist ja cool, dass er sich das merkt. Was war das? Y, aber das habe ich ja noch gar nicht gelernt eigentlich. Und das ist Online-Rangliste, okay. Aber das ist erstmal uninteressant. Ich lasse auch erstmal die Sense drin, weil... Achso, mit Y macht man die Zweitwaffe. Hui. Ich muss alleine gehen. Ah, okay, das Feld kann auch gar nicht überall. Mein Vöglein ist das da oben gewesen, der leuchtende Punkt. Ich hatte mich vorhin schon gewundert. Nö, sieht nicht so aus, ob da was ist. Und wenn ich dreimal die RB-Taste drücke, diesen Sprung, macht diesen Jump. Das ist kein Ort für ein Pferd. Schade. Mhm, die öffnet sich also automatisch. Finde eine Möglichkeit, Krieg zu retten, okay? Erreiche die Spitze der dunklen Festung.
Was haben wir denn hier? Ich denke mal, da geht's weiter. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ui, eine Kiste. Aktion. Heiltränke oder was sind das? Heiltränke, genau. Das kann nicht schaden. Na toll. Jetzt hat er den schon benutzt. Haben wir da unten noch irgendwas? Sieht nicht danach aus, oder? Nö. Stulpen haben wir noch keine. Na dann an damit. Tod kann sich über Holzbalken in der Umgebung fortbewegen. Springe mit A über einen Balken. Oh nein, jetzt wurde es abgeschnitten. Achso. Drücke LT, um sich von einer senkrechten Balken vorzubeugen. Ah, okay, das ist dann easy. Was haben wir denn da hinten von lustigen Typen? Da kam ich, glaube ich, her. Ja, das ist ein Rundgang. Die kommt von alleine raus. Kein Wunder, dass er da die Kombo-Leiste auch noch weiter hochzieht. Geht gerade so ein bisschen Kombos durch. Ach nö, ich finde das ganz cool, obwohl man könnte Sachen vergessen, wenn man sie nicht, wenn man nicht automatisch drin hat. So, will zum Runterfallen. Auch ein Heiltrank und ein schwacher Hammer. Gold sammelt sich automatisch ein, wenn man drüber geht. Ah, mit LT kann man anzoomen. Ziel markieren, so. Huch, ich wollte gar nicht ins Menü. Die ist genauso stark, oder was? Also da hat er das schon reingerechnet, das Tempo. Na gut. Weitere Horden von Gegnern aus Eisketten. So, ich könnte, glaube ich, mal kurz gucken.
Ich habe fast das Gefühl, die Musik könnte zu laut sein. Das kann ein Türk hoch. Ich nehme es mal vorsichtshalber rein. Vibration, Schadensanzeige ist gut, ja. Musik wollte ich ein bisschen runter machen. Die Geräusche kann ja ruhig so bleiben. Ja, speichern ist auch nicht verkehrt. Na, jetzt kommt doch bestimmt ein Fight. Ich muss alleine gehen. Ein Oberskelett. Eisskelett. Eisskelett-König. Eisriese. Naja. So cool mit dem Ausweichen, das macht richtig Spaß. Ach, schade. Jetzt hatte ich einmal getroffen, weil ich die Kombo rauslaufen lassen wollte. War ich das? Ja, scheinbar war ich das. Der hat doch bestimmt irgendwas Schönes fallen lassen. Hammer 81 bis 89. Achso, der Schaden ist gleich. Nur ist der Grundschaden höher. Aber ich glaube, eine Axt ist cooler als ein Hammer. Nö, der scheint echt nichts fallen gelassen zu haben. Haha, cool. Fahrstuhl? Macht hier alles kaputt. Gleich. Da nicht lang oder doch? Ach so. Hier hoch. Senkrechten Wänden kann tote Wandlauf fortsetzen. Ach so. Hier vibriert es gerade extrem. Schade, dass ich nicht noch ein bisschen beschleunigen kann und springen kann.